Dann mache ich eben die Nummer neu. Okay, dann. Was war das? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Oh, was ich auch machen könnte, wäre natürlich Machtgeschwindigkeit. Dann könnte ich den Raketen davon aus, den Raketen von den Raketen davon ausweichen. Das sogar noch ohne Probleme. Ja, doch, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Komm, schießt auf mich! Schießt auf mich! Ist die Frage. Da ist einer mit Raketen gekommen. Ist das der? Ah, das ist der. Okay, auch gut. Ist ja schön. Und noch einer. Und noch einer. Nein, gefällt mir. Ich hab den im Fallen. Ich war so schnell, dass ich den Eingang im Fallen auf. Hätte auffallen können. Wie auch immer. Das ist natürlich nicht so nett, dass die dann gerade. Mal sehen, ob in diesem Loch noch was für mich zu holen ist. Er darf nicht entkommen! Was? Oh, mal wieder. Ach du Kacke, wo kommt das dann her? Aha. Okay, Entschuldigung, ich bin mal kurz raus. Doch, passt. Dann würde ich doch mal sagen, wenn meine Macht sich wieder aufgeladen hat, mache ich das Ganze mit Machtgeschwindigkeit. Dann. Boah, da erkennt man so schlecht hier das alles. Mache ich das mit Machtgeschwindigkeit. Weil dann können wir nicht alle mal kreuzweise mit den Schüssen. Und wenn ich jetzt mal freilassen würde, danke. So einfach geht's. Eine böse Übungskugel. Ich nutze die Macht und so weiter. Soll ich es mal mit der Macht probieren? Moment. Okay. Ich kann hier an der Wand zermatschen. Das ist natürlich auch praktisch. Ein Donut an der Decke. Ah, noch eine. Soll ich jetzt trainieren oder was? Moment. Na? Wieso auch immer das hier. Na, okay, es ist durch den Trainingsraum reingekommen oder so. Ich wollte eigentlich. Jetzt ist die Frage: Geht es mit dem Aufzug weiter oder geht es doch dann tatsächlich da oben durch den Übungsraum weiter? Ich würde vermuten. Oh, das sieht ziemlich kaputt aus. Ja, das ist kaputt. Von daher wird es doch wohl da oben durch den Übungsraum gehen. Die Frage ist, muss ich dann 25 Kugeln vernichten, um weiterzukommen? Oder geht die Tür einfach so auf? Das wäre natürlich dann auch wieder eine Variante, wo ich dann sagen würde, ja. Also 25 Kugeln vernichten, um weiterzukommen, wäre ja jetzt nicht unbedingt die große Aufgabe, aber. Oh nee! Ein Haufen. Nein. Ein Haufen Jedis. Und zwar ein Haufen böser Jedis. Die ich jetzt. Nein, das war ein guter, das ist ein böser. Mensch. Machtgeschwindigkeit. Und da die im Roten nicht ganz so gut sind wie die Schwarzen, kämpfe ich doch erstmal gegen die Roten. Und kümmere mich dann gemeinsam mit den beiden anderen um den Titan.
nur die Frage, kann ich? Danke, Jungs. Dankeschön. Ihr seid der Hammer. Im Ernst jetzt, ich habe mir gerade wahrscheinlich den Arsch gerettet. Sonst muss ich ja immer da 50.000 Mark, keine Ahnung. Probieren, bis ich den überhaupt mal ansatzweise in den Hintern treten kann. Blöderweise werden die mir jetzt nicht folgen. Okay, die Tür sieht ziemlich kaputt und zu aus. Kann ich da raus? Nein, geht nicht. Schade. Wäre lustig geworden. Wenn wir aus dem Fenster springen? Dann wäre wahrscheinlich eh dran gestorben. Okay, die Tür ist zu. Was war denn das? Da ist ein Armer von uns draufgegangen. Das bedeutet wohl... Sayonara, Leute, ich muss hier hoch. Da ist ein Glas. Okay. Wow, wow, nee, nicht mit mir. Ach, da müssen Jedi so eine Kraft. Die Leute werden immer über das Böse sehen. Hat. Direkt so eine Zuruft. Speichern. Ihr seid ein Feigling. Schub. Das ist jetzt uncool. Das ist echt uncool. Eigentlich ist es ja egal, ob der da mit dem Raketenwerfer steht oder nicht. Ich glaube, ich sollte hier erstmal den Jungs da. Ich will den. Geht doch. Nein! Falsche 3! Erst den aufsetzen, dann den. Ach, verdammt. Na komm schon. Was sind wir jetzt? Wer von dem ist denn noch böse? Aha. Der war grün also noch. Oh, die folgen mir jetzt. Das ist natürlich klasse. Was hat das jetzt damit zu tun? Moment. Ja, klar. Die blocken natürlich dann auch meine Angriffe. Das ist die Frage, wenn ich die Dinger hier durch die Gegend schubse. Die Akademie muss geschützt werden. Ja, ist schon gut. Oder Loch, gern. Zurück den Raketenfuzzi kalt machen. Oh, Moment. Wäre natürlich auch eine Variante, falls da noch ein. Malte, die kommen nach. Nein, kommen sie nicht. Der Raketenfuzzi. Ja, das ist jetzt unsere Aussicht. Den können wir jetzt speichern. Und dann kann man versuchen, nach Geschwindigkeit dem eins auszuwischen. Und ihn zu erwischen, bevor er die zweite Rakete schießt. Ist ja nur die Frage, was es uns bringt. Ah, zwei Kugeln. Wächterkugeln. Nicht schlecht. Nein. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was 5 ist. Nur mal so als Idee. Und jetzt ist die Frage. Hey, ich habe 2 von den Dingern am Start. Das ist natürlich cool. 2 von denen ist natürlich echt cool. Die Sache ist nur die, jetzt muss ich mich beeilen, um die weiterzumachen. Nicht, dass die da noch... Alter! Springt doch nicht gegen die Scheibe, das bringt euch doch nichts. Was zur? Den kann man auch noch schieben. Warum sollte man den schieben? Oh. Die Akademie muss geschützt werden. Wow, okay, da gehe ich dann doch mal wieder auf die Machtgeschwindigkeit. Die haben es ja eh nicht drauf mit Machtgeschwindigkeit oder so. Komm schon. Ah, sehr schön, wie auch immer ich den gekillt habe. Die 2 haben mich um den anderen gekümmert, das freut mich natürlich auch. Allerdings könnte ich ein bisschen Heilung gebrauchen. Deswegen...
Oh, Entschuldigung, Leute. Ja. Das war eher keine Absicht, den Starken da zu überlassen. Gut, dann. Einmal Schutz, einmal Back da. Okay. Und auch mal das mit dem. Das Ding war schnell. Der lebt doch immer noch. Und jetzt noch den da. Sehr schön. Sauber Arbeit, Kollegen. Das waren... Wow. Die haben sogar 2 von 4 erledigt. Respekt, Respekt. Also, so ein paar Kumpane zu haben, die dann mit einem da durch die Gegend stiefeln, ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt ruckelt der Bildschirm wieder so ein bisschen. Ah, jetzt läuft wieder flüssig, okay. Ja, hängt wohl hin und wieder mal. Ich glaube, hier sind kaum noch irgendwelche Verstecke. Da sind lauter Kontaktminen. Wieso Kontaktminen? Gegen Jedis helfen die doch eh kaum. Die werden doch eh an die Wand klatscht oder zurückgeworfen. Oh, ein Toter, das ist nicht gut. Nochmal speichern. Bevor ich da irgendwie. Ah. Okay. Nett. Nett. Ah. Ach, jetzt hat er auch noch 2 Waffen. Ah. Glück gehabt, ich habe meine Jungs noch. Und die kommen auch noch mit. Was natürlich sehr praktisch ist. Wow, was war das dann? Das Spiel mehr gesponnen als ich. Okay, das war Nummer 1. Und dann müssen wir noch 2 noch killen. Und 2 von 2 gekillt und ist weg. Im Moment leidet wieder mein Schild. Ach, schade. Ich habe ihn nicht gekillt. Aber das ist jetzt eigentlich mal wurscht. Weil. Noch einer von uns. Oh. Ich wusste. Irgendwofür sind diese. Kühlen dann doch noch gut. Jetzt die Frage. Ach nö, ich wollte doch eigentlich noch mal oben nach dem Loch gucken. Kommen meine Buddies da mit oder? Nein! Ach nö. Ich wollte, dass sie mitkommen. Das macht viel mehr Spaß zu dritt. Das geht viel einfacher. What the f... Hör auf mit dem Scheiß hier. Was auch immer das hier ist. Na, 0 von 0. Sieg ist nur 26 Pfeile. Schüsse, Treffer 0. Ist natürlich auch eine coole Nummer. Das heißt, im Endeffekt wurden 26 Jedis in einem kleinen Abschnitt gekillt. Ist natürlich auch mal eine Leistung. Ah, ich bin schon voll. Ist natürlich praktisch, aber eigentlich schade, das so da liegen zu lassen. Das Problem ist, man kommt aus dem Schein nicht mehr raus. Nein. Oh mein Gott. Zum Glück ist da gespeichert worden. Oh Mann. Das war schlecht. Definitiv. Aha. Ja, ist wirklich so einfach. Das ist einfach die... Nein, natürlich nicht. Aha,
hast du das bald mal hier?